1959 forderte der sowjetische Staatschef Nikita Chruschtschow vor den Vereinten Nationen ein Ende des Rüstungswettlaufs und ein Ende der Atomtests. Und er wollte einen Friedensvertrag für ein vereintes und neutrales Deutschland. Dieser sollte auf einer Gipfelkonferenz im Mai 1960 in Paris von den alliierten Siegermächten beschlossen werden. Die Regierung von General Dwight Eisenhower und der militärisch-industrielle Komplex waren dagegen. Wie gelang es ihnen, die Gipfelkonferenz zum Scheitern zu bringen? Dazu gibt es eine offizielle Version und eine Geschichte, die bisher nie erzählt wurde. Wir sind am Buenos Aires-See, im tiefen Süden Argentiniens. Hier entspringt der Rio Deseado, der gewünschte Fluss, der von den Anden 600 Kilometer lang die Provinz Santa Cruz durchquert und in Puerto Deseado in den Atlantik mündet. Die Bewohner von Puerto Deseado träumten immer von einer Wasserleitung, die ihre Stadt mit dem Buenos Aires-See verbindet. 1960 hatte die argentinische Marine einen Plan. Sie wollte den ursprünglichen Flusslauf wiederherstellen und einen Kanal in das vulkanische Felsgestein graben. Welch Glück, dass ihnen Freunde zur Seite standen und ihre Dienste anboten. Die Freunde vom Pentagon. Auch die wollten einen Kanal bauen. Einen zweiten Kanal durch Mittelamerika. Und welch Zufall, die Freunde vom Pentagon hatten schon fertige Baupläne. Für die Aushebung der Fahrrinne wollten sie keinen konventionellen Sprengstoff benutzen, sondern Atombomben. Nach der Zündung wären eine ordentliche Reihe von Kratern übrig geblieben, ohne Geröll. Welch Pech, dass das Pentagon derart in Eile war, dass es eine Kleinigkeit vergessen hatte: dass unterirdische Explosionen Energie freisetzen und Erdbewegungen verursachen. Erdbeben. Als sie die Lunte zündeten, um ihre gewünschten Krater herbeizusprengen, da bewegte sich die Erde in Chile. Das Beben hatte eine Stärke von 9,5 Grad auf der Richterskala, das größte jemals gemessene. Es starben Tausende, Millionen wurden obdachlos. Die Katastrophe war total. Aber die US-Regierung verschweigt bis heute ihre Verantwortung.